Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, kurz vor der feralen Nacht, wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns und Jule ist auf dem Weg zum Händler. Ja, zum Zweiten, ich war gerade noch bei der Jan und habe unseren ganzen Kram verkauft, aber die wollte jetzt die ganzen Billow-Verbände nicht mehr haben. Ich düse jetzt einfach noch zum Zweiten, guck, was der hat. Ein, zwei Bücher habe ich für den Jones gefunden. Okay, ich habe das Gefühl, es gibt viel mehr Vegetation. Na gut. Wie viel von den Brennstoffsparer-Mods soll ich denn bauen? Eine? Also wenn die nicht noch ins Motorrad auch noch reinmachen? Ach so, ja, stimmt. Wir haben ja Motorräder. ja. Hm. Also dry. Dann werden wir die ganze Säure endlich mal los. Ja, 12. Achso, hier laufen gerade 1000 Schuss Munition. Wir haben keine Werkbank mehr. Bei beiden? Ja, warte mal. Das ist kein Problem. Ich baue einfach noch eine Werkbank. Ja. Baue ich noch eine. Ich baue uns noch ein Werkbänkelchen dazu. Müssen sowieso ein bisschen Material verbraten. Ja, eben. Und da. Machen wir auch mal 100 Nägel. Huch. So. Und dann bauen wir uns noch eine Werkbank hier hin. Guten Tag. Und dann könnten wir. Ach, mir fällt gerade ein, wir müssten auch mal gucken. Knallbumm, nee, wo ist denn das? Da sind 1000 Schuss Panzerbrechende. 1160 Schuss und okay. Da müssen wir auch mal gucken. Panzerbrechende. Kiste mit panzerbrechender Munition. Blei und Eisen. Könnten wir vielleicht auch mal noch anschmeißen. Bei Waffen sind ja noch welche drin, ne? Ja, ja. Okay. Ich weiß halt nicht, wie weit wir kommen mit der Munition, die genau. Wir da haben. Hm. Kann durchaus sein, dass sie schnell weg ist. Wir haben hier kein Blei mehr und Eisen. Batterien. Ist auch kein. Batterien. Achso, nee, du brauchst das Roheisen, ne? Ich brauche Roheisen und Rohblei. Also müsste man eigentlich Eisen und Blei besorgen gehen. Dann mache ich mal die Werkbank gerade noch. Ja. Und dann müssen wir ein bisschen buddeln gehen. Nützt halt nichts. Das ist halt dann so, ne? Achso, warte. Und ich habe das Spiel mal ein bisschen dunkler gemacht bei mir. So brutal hell war durch die Blutnacht. Ist hier Respawn? Nee, nischt. Nischt hat er. Mist. So, da haben wir alles für. Okay. Das ist doch gut. Dann kann ich ja den Stahl eigentlich schon mal wegpacken. Die Eisenbarren kommen da auch rein. Das Messing machen wir weg. Ach nee. Nee, Quatsch. Ich brauche ja noch ein bisschen Stahlbarren. Well, how did you train? Die Werkbank braucht halt noch 3 Minuten. Naja, gut. Dann ist das so. Dann stehe ich halt 3 Minuten hier rum. Ist doch schön. Ist toll. Gefällt's mir. Ja, ist wie im Knast hier. Hä? Zu Hause? Ja. Hier im Kampfstand ist wie im Knast. Ach so, ein Kampfstand. Ach, ich wollte ja noch ein taktisches Sturmgewehr bauen. Ja. Wiring 101 hat da Bücher. Ah. Braucht das noch? Ein Tic-Tac-Sturmgewehr. Tic-Tac. Guckst du bitte mal Wiring? Wo ist denn jetzt das Fahrzeug? Ja, Sekunde. Ach, das sehe ich ja nicht. Oh, shit, ey. Warte mal, ich glaube, es ist da raus. Oder? Doch, es muss da raus sein. Oh, wir haben Besuch. Latte will mit dem Auto mitfahren. Ich gucke, das ist Elektro, ne? Elektriker. Wiring, keine Ahnung. Ja, da fehlen mir noch 2 Bücher. Alles andere kannst du lesen davon. Ah, cool. So, taktisches Sturmgewehr habe ich dann auch alles zusammen. Aber ich brauche erst die Werkbank. Vorher geht da nichts. Na schön, wie alles aufeinander aufbaut. Ich finde die Blumen hier schön. Ja, habe ich auch hier hingestellt. Extra nur für dich. Ja. Wiring. Dann Explosive Vehicle Adventure nehme ich noch mit.
Vehicle Adventure. Für mich. Ja, die sind dann für dich. Panzerbrechende Munition hat er auch da. Irgendwann mache ich mir da mal einen Gyrocopter. Stahlvorschlaghammer. Pumpgun. Und wir müssen bei Gelegenheit mal planen, wie wir hier hinten unser Parkdeck bauen oder so. Um da oben reinzukommen. Weil es keinen Fahrstuhl gibt oder so, sonst würde ich irgendwie so eine Art Turm bauen und da oben dann parken und dann Fahrstuhl runterfahren, über eine Brücke rüber in die Base. Ja, Fahrstühle wären cool in dem Spiel. Aber die gibt's leider nicht. Das können die Funpimps noch nicht programmieren. Ich kaufe das ja noch, einfach weil es geht und weil ich Bock drauf habe. So. Tada. Falsch. Tada. Eine Minute noch, bis die Werkbank fertig ist. Ich bin auf dem Weg zurück. Das ist schön, da freue ich mich. Ich habe auch schon fertig gekocht, das Essen steht schon auf dem Tisch. Du meinst, du hast das aufgewärmt, was ich vorgekocht habe? Richtig. Ja. Gut. Ich hab's warm gemacht in der Mikrowelle. So wie du die Aufbackbrötchen im Urlaub. Oh Gott, ja. Das ist eine Sache, die ich nicht... Die ersten Aufbackbrötchen, die wir gemacht haben, wurden komischerweise zu Brownies. Die waren ein bisschen dolle, aber die waren schön kross. Die anderen nicht mehr, leider. Ich habe sie danach nie wieder so kross hingekriegt. Ja, hätte ich ein bisschen länger drin lassen. Ja, ich habe mich nicht getraut. Ja. Aber dafür hatten wir leckere Brownies am ersten Tag. Ja, aber es ging ja noch. Ich fand das gut. Ich fand das gut. Ja, geil, dem Auto waren... 29 Baublöcke. Okay. Ach da. Komm mal her, ich habe neuerdings so einen langen Gummiarm. Ich schlage mal mein Auto. Danke. Toll. Hat sich ja gelohnt. So. Dann machen wir hier ein Tic-Tac-Sturmgewehr. Tic-Tac. Und Brennstoffsparharz. So. Dann kann ich ja endlich alles aus meinem Inventar hier wieder rausschmeißen. Ich bin auch froh, dass wir heute so gut durchgekommen sind auf dem Rückweg. Ja. Wir haben nur 7 Stunden gebraucht. Ungefähr. Perfekt. Waren wir hier. Nee. Wir wären 2:30 hier gewesen, wir wären kurz nach 3:30 hier. Ich habe extra ein paar Mal aufs Navi geguckt. Wir haben 1 Stunde insgesamt Pause gemacht. Und mit den Baustellen haben wir 1 Stunde später sind wir hier angekommen. Wir sind 9 losgefahren. Also kurz nach 3:30 hier angekommen. Ja gut, überredet. Ja. ja. Aber es geht, ich bin noch nicht ganz so. Also ich bin durchgefahren. Schon zwar ein bisschen zu groggy, wie immer. Bin immer noch groggy. Der müde Joe. Ja. Ich darf das. No. Ich schmeiß mal nochmal Patronenhülsen an hier hinten, ja. Ja, auf jeden Fall. Und, hin hatten wir 2 krasse Staus. Der eine ging gerade so, weil das muss gerade erst passiert sein. Da konnte man nämlich noch vorbeifahren. Wo dieser Plantransporter war das, das war ein Planauto, ne? Mit Plane. Mit Pritsche, mit Plane. Pritschenwagen mit Plane. Und der ist umgekippt komplett und da ist natürlich einer reingekracht, weil das wahrscheinlich dann so schnell ging. Wahrscheinlich ist er ins Straucheln gekommen oder so und dann auf der Seite lag der da. Und das andere war alles schon weggeräumt, aber es wurde von 3-1 spurig auf dem Standstreifen auch noch. Oh, das hat sich gezogen. Da haben wir fast 40 Minuten verloren. Ja. Das war anstrengend. So, ich habe was für dich. Hast du Platz? Ja. Moment. Ja. Die anderen 2, die Traps und das Armored Up kannst du lesen. Ach so. Kann ich schon. Ah, da habe ich extra gekauft. Ja, das ist nicht schlimm, dann liest es. Okay. So, hier sind jetzt schon mal wieder 1800 Stahlbarren drin.
und 300 Eisenbarren, 260 Eisenbarren. Das ist doch schon mal gut. Welche noch? Das heißt, wir könnten rein theoretisch ein bisschen Eisen und Blei besorgen gehen. Ja, ja, gleich. Na? Hier ist noch dein Tic-Tac-Sturmgewehr. Kann ich die bauen? Kunststoff, Rohre, Klebeband. Achso, Kacke. Ich bin doof. Ich hätte auch so machen können. Kann ich dir das geben? Sekunde. Aha. Ja, jetzt. Okay. Geliebte AK, mach's gut. Wo ist die denn? Da ist sie. Verändern. Reparieren. So. Und das. Ah, ich habe noch eine Lamsi-Mod auf der Sniper drauf. Warte mal. Die mache ich da runter. Die braucht auf der Sniper nicht unbedingt drauf sein. Dann mache ich die Lamsi-Mod oben auf den einen Turm drauf. Ah, cool. Ja, mach. Was fehlt mir jetzt noch? Ein Rohr. Und Eisen da rein. Irgendwie Blei gefunden. So, der ist jetzt entladen. Naja, okay. Nicht schlimm. Ach, wir haben Schäm da. Geilo. Schämsupfe. Kartoffel, Mais, Wasser. Kartoffel, Mais. Butter. Schämsupfe. Ups. 3 Minuten. So, okay. Ach, ich habe vergessen, Aufgabe. Ja. Ich habe vergessen, was? Aufgabe anzunehmen, natürlich. Ja, ist nicht schlimm. Macht nichts. Aber das alles voll ist. Oh. Ich würde mal jetzt. Ich fahre mal rüber zum Blei und gehe da mal. Ja. Ich stelle gleich noch die Tausammler auf. Ich habe noch welche. Ja, mach mal. So, ja, ein bisschen Blei und Eisen holen. Okay. So. Und stellen wir euch mal auf. Ach, die sind ja riesig. Scheiße, passt das überhaupt? Okay, das klingt groß. Oder? Wahrscheinlich. Und da und ah, da passt da nicht hin. Nein, scheiß drauf. Mogel mich dann einfach durch. Durch die Tausammler durch. Jo, mach das. Ich hab Kaffee mit. Hier ist Benzin durchgelaufen. Ja, ich hatte ein bisschen Benzin gemacht. Benzin da oben. Einfach weil es ging. Ja. Stahl. Okay. Dann komme ich. Kaffee in den Kopf. Ja, ich nehme mal die Blöcke weg und dann komme ich hinterher. Mach das. Wo bist du hin? Ach, da. Zu der Bleimine. Der ja, genau. Tagebaumine.
Die Bleitagebaumine, genau. Da hinten ist auch Eisen. Also genau das, was wir brauchen. Können wir uns hier noch ein bisschen bedienen gehen. Jo. Achso, da. Kohle brauchen wir jetzt aber nicht, ne? Nee, nicht unbedingt. Also es ist noch was da. Also 20.000 Kohle sind noch da und auch noch so 25.000 Nitrat oder so. Aber das müsste man dann spätestens nach der Feralnacht oder so vielleicht nochmal besorgen gehen. Ja. Wenn wir dann nochmal anfangen, Munition herzustellen und so. Dann werden wir das wieder brauchen. Ach ja. Aber Bayern war echt entspannt, ne? Das stimmt. Wir hatten echt super Wetter. Wir hatten so ein Glück im Wetter, das ist ja unfassbar. Das stimmt. Es hat einen Tag geregnet. Es hat einmal geregnet. Nachts. Abend ab 10 Uhr oder ja. So, für ein paar Stunden oder so, hat es ein bisschen genieselt. Ansonsten war nur strahlend blauer Himmel und Sonnenschein. Ja, tagsüber. Und angenehme Temperaturen. Also es war immer irgendwie möglich, mit einem dünnen Jäckchen oder auch kurze Hose und T-Shirt herumzulaufen. Also wir hatten nie irgendwie, musste uns dick einpacken oder Wind, dass wir da Probleme hatten, dass es gestürmt hat. Ach, da ist er doch. Los, komm runter. Wie hat sie das denn gemacht? Die ist runtergefallen und hat dabei gebrüllt. Multitasking. Multitask, ja, typisch Frauen, ne? Wie kann das? Vielleicht im freien Fall hat sich auch ein bisschen erschrocken, hat dann geschrien. Ja, wahrscheinlich. Ja, wo sind sie? Ja. Ist auch noch hingefallen. Da ist schon. Bowie. Brauchen die denn so lange? So. Was ist denn mit den Zombies heutzutage? Weiß ich nicht. Die waren vielleicht auch alle im Urlaub. Die sind bestimmt genauso groggy wie wir gerade. Nee, du. Nicht ich. Du. Das ist ein Unterschied. Willst du damit sagen? Dass ich nicht groggy bin. Aber ich bin groggy. Ja, ich weiß. Aber ich bin 10 Jahre älter als wie du. Da kannst du aber doch nicht sagen, wir. Doch. Nee. Doch. Nee. Das geht nicht. Warum nicht? Ja, weil ich es nicht bin. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt ist genug mit Zombies hier. Ich will mal irgendwas schaffen. Ja, das Mountainbiking hat er gefallen, ne? Das war der Hammer. Also die Bikes. Jule fand das geil. Ja, die Bikes waren mega schön, mega gut zu fahren. Das Einzige, ich hatte so einen ultra gebrauchten Sattel. Also der hatte irgendwie, alles klar, keine wirkliche Federung mehr. Der war auch richtig platt gesessen, man hat das gesehen. Das hat sie aber auch gesagt, dass ich halt schon wirklich durchgesessenen Sattel hatte. Und Jones hatte halt noch einen relativ neuen, gut gepolsterten, obwohl bei der Dauer, die wir gefahren sind. Und wenn du das überhaupt null, gar nicht, sagen wir minus 10, gewohnt bist, dann tut dir der Arsch dermaßen weh. Das geht gar nicht anders. Ja. Ist halt so. Geht halt voll auf die Sitzknochen. Ja, diese Beckenspitzknochen, keine Ahnung, die haben bestimmt irgendeinen ganz lateinischen, komischen Namen. Was ist denn hier los? Danke. Und die tun halt, also das ist das Einzige, was mir wirklich wehtat. Interessant fand ich, dass der Motor zwar unterstützend ist, aber man trotzdem danach total am Arsch ist. Also richtig geschafft. Weil wir sind ja jetzt nicht nur hier Larifari gerade Betonstrecke gefahren,
auf der Straße oder einen Radweg. Wir sind ja wirklich Mountainbike-Strecken gefahren. Also die waren so steil, dass, also das hoch und runterlaufen, ich glaube, da wären wir so tot gewesen danach. Ja. Wir hatten richtig das Speed drauf. Steil hoch und das ging runter. Richtig steil hoch und runter. Ich bin froh, dass wir so ein Mountainbike hatten mit Motor. Ja, also mit einem normalen Mountainbike, also du wärst da hochgekommen oder wärst du klinisch tot gewesen da oben, ne? Du wärst tot gewesen, ja. Also ich glaube, selbst der leichteste Gang wäre super anstrengend gewesen. Das, ich weiß nicht, ist schwierig zu beschreiben, aber es war wirklich enorm steil. Wirklich, wirklich steil. das hat echt Laune gemacht, vor allem das Runterpiesen. Krass war nur, das war so steil und das sind alles so Kalkstein-Schotterwege. Also es war alles mit so ganz groben Steinen ausgelegt. Alle Wege waren so. Und wenn du runtergefahren bist, du hast schon beim Kippen nach vorne so gemerkt, okay, jetzt musst du bremsen. Du konntest dich anhalten. Du bist gerutscht. Weil das so schräg war, konntest du gar nicht richtig langsam fahren. Also du bist immer gerutscht und geschlittert. Das ist ein ganz krasses Gefühl, ey. Aber wirklich. Und dann kommt eine Kurve. Viel Spaß. Es war so richtig so. Und die Kamera, weißt du noch, so. Und alles hat so gewackelt. Ich dachte so, what the fuck? Ja. Hat mega Laune gemacht. Und wir hatten ja am Anfang noch richtig, richtig gutes Wetter. Sonnenschein. Dann hat es sich zugezogen und auf der einen Seite vom See. Ich glaube, die meinte vorhin, also die meinte die Südseite, die Dame. Ja, kann sein, ja. Da war es ultra windig. Also mit einem Mal hat das auch richtige Wellen auf dem See gegeben. Und es war sehr, sehr, sehr windig. Ich hatte Gott sei Dank noch eine Jacke mit, schon zur wollte keine. Ja, nö. Dafür bin ich ja jetzt ein bisschen heiser. Ja, ja, selbst schuld. Also wir hatten ja auch alles mit, ne? Ist ja nicht so, dass wir nichts mit hatten. Wäre mir zu warm gewesen mit Jacke. Du bist ja nur gerollt. Was willst du damit sagen? Es war eine dünne Jacke. Gestrampelt wie du auch. Ja, ja. Mindestens. Ja. Und, was wollte ich das sagen? Ja, also es war richtig cool. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe dann im Nachhinein gesehen, oder mir ist dann erst aufgefallen, dass überall E-Bikes zu leihen waren. Aber ich glaube, der Ort, wo man das ausleiht, war irgendwie entscheidend. Der eine war zum Beispiel mitten in der Stadt, da hätte man durch die Stadt fahren müssen. Ich weiß nicht, ich finde die in Garmisch-Partenkirchen fahren ein bisschen arg aggressiv. Das, die Autos. Die Fahrer fahren dort arg aggressiv, finde ich. Also. Ja. Dass, also wenn du geradeaus fährst und es kommt zum Beispiel von links einer, der abbiegen will und auf deine Fahrspur möchte, der fährt dann einfach. Der sieht dich zwar, aber der fährt trotzdem, obwohl du den gar nicht reinlassen müsstest. Also der drängelt sich irgendwie dazwischen. Ich denke mir, okay. Also dieses passive Fahren liegt den Leuten dort nicht im Blut. Okay. Ja. Ja, hier ist gerade zufälligerweise Kohle aufgeploppt. Da dachte ich mir, ich hau da einfach mal ein bisschen mit drauf. Ja, hau da mal drauf. Was wir haben, das haben wir, ne? Ja. Was auch sehr interessant war, war die Burg oder die Villa. Wie hieß die? Ludwigsburg? Linderhof. Linderhof, ja. Schloss Linderhof von Ludwig II. Aus Bayern, genau. Also es gibt ja noch einen anderen Ludwig. Der so aus Frankreich und so, der hieß glaube ich auch der Zweite, aber das war halt der von Bayern. Und wir wollten ja eigentlich dann noch ins Schloss Neuschwanstein, weil dieses, der Linderhof, diese Villa war ja schon extrem pompös in. Also da war ja irgendwie alles bemalt, überall hingen Teppiche von den Wänden oder Stoffe oder. Da gab es keinen einzigen weißen Wandfleck. Nichts. Und wenn da was wäre, dann war da eine Marmorsäule. Ja, genau. Es war es war eigentlich so Overflow, ja. Overkill. Aber total. Mich hat dann auch so ein bisschen die Geschichte hinter diesem Menschen interessiert. Wir haben uns dann auch so angefangen, eine Doku anzugucken, um einfach ein bisschen Hintergrundwissen zu haben, was eigentlich das für ein Mensch war, warum der das gemacht hat, etc. pp. War auch sehr interessant.
Und ja, mal gucken, vielleicht irgendwann mal. Vielleicht irgendwann können wir dann mal nach Neuschwanstein. Mal schauen. Ja, dann holen wir uns auch früher Tickets, ne? Ja, genau. aber der Weg dort hoch ist auch echt heftig. Also, ja, ihr müsst überall trittsicher sein und fit. Also schon krass, wie steil alles ist. Also so heftig. Puh. Ja. Ja, das war schon heftig. Ja, ne? Also beim nächsten Mal fahren wir mit dem Auto da hoch. Na klar, ich hole so ein Fahrrad, wo so vorne der Korb dran ist. So eine Rikscha. Ja, sowas, genau. Das, aber wir hätten ja auch mit der Kutsche hochgekonnt, ne? Wir hätten noch mit der Kutsche hochfahren, oder? Wir machen das. Ganz romantisch. Mit der Pferdekutsche. Mit der Kutsche fahren, ja, wir fuhren ja immer Pferdekutschen. Total verpennten Gaul. Wie der eine, der da oben stand und am Pennen war. Der eine hat gepennt, ja. Der hat gedöst. Der See war echt schön. Walchensee. Der Walchensee, ja. Also so cooles Wasser. Wahnsinn. Und auch die Leusach, das war auch schön dort an dem Flussufer in dieser Schlucht. Und dass wir dann noch in Österreich waren, wir waren so schnell rübergefahren nach Österreich. Genau. Noch mal hoch, die übel steil auf Berg war. Nochmal auf eine übel steil hochgelegene Burg. Ey, das, ich glaube, das war der steilste Weg hoch. Ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter wir an dem Tag gemacht haben, zu Fuß. Ja, das waren bestimmt 200 Meter Höhenunterschied zwischen locker. Dem, ja, denke ich auch. Parkplatz und oben auf der Burg. Also zwar vielleicht sogar 300 Meter, ich weiß es nicht genau. Schwierig abzuschätzen, ne? Wo sind die alle? Aber ist halt echt heftig, ey. Da hochzukommen. Hängt die denn fest? Das Blöde war halt, es war so steil, dass du gar nicht mehr den ganzen Fuß aufsetzen konntest. Also du konntest nur so den vorderen Ballen aufsetzen. Also man konnte natürlich auch den ganzen Fuß, aber das ging übel auf die Waden, weil das so steil war, dass du eigentlich nur diesen Fußballen aufsetzen konntest, um normal hochzugehen. Das ist unnormal krass. Und das ist sau anstrengend. Also wenn du das ein paar Meter machst, da viel Spaß. Ja, und dann, wenn du oben bist, musst du natürlich erstmal Luft schnappen und und dann so erstmal auch wieder klarkommen, dass du dir jetzt erstmal in Ruhe die Burg anguckst. Da stehst du erstmal da oder sitzt da und denkst so, oh ey, wir brauchen erstmal ein Sauerstoffzelt oder wir müssen mal kurz hier Pause machen. Ja. Was ich schön fand, man hätte sich so ein Heft kaufen können, so ein kleines Heftchen, so, ich sag mal, ungefähr so groß wie ein Impfausweis. Für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und dann gab es zwei mögliche Sachen, so Fragerätsel, die es dort gab. So, da stand in dem Heftchen irgendwie eine Frage oder ein Hinweis und dann gab es so kleine Schilder, die hatten jeweils ein Symbol drauf. Entweder so ein Helm von dem Ritter Rüdiger oder der Pfad des Lichts oder so hieß das. Oder das Geheimnis des Lichts. Und da hättest du das dann halt machen können. Einmal die Suche nach dem Schwert oder so. Oder das sagenhafte, ja, genau. Schwert. Genau, und dann gab es also du musstest dich da so ein bisschen durchrätseln und Hinweisen nachgehen und dann gab es halt eine Antwort zu finden. So, und dazu gab es dann entweder, wo ist sie denn? Die kommt jetzt runtergeplumpst hier von mir, bei mir, ach, wo da. Ich bin. Entweder, es gab immer eine Statue oder eine Figur und das war so, da hinten, dahinter stand dann das Rätsels Lösung. Das war richtig schön gemacht für Kinder. Also sehr cool. Ja. Das stimmt allerdings, ja. Und der Eintritt zur Burg war frei. Also du konntest einfach hochgehen. Das Einzige, was etwas gekostet hat, war der Parkplatz. Dass du dort auf dem Parkplatz stehst, das hat was gekostet. Und diese Bahn. Also du hättest mit so einer Art
Fahrstuhlbahn? Ja, so ein. So ein ist ja. Eine Mischung aus Schienen? Fahrstuhl. Ja. Und irgendwie Zahnradbahn oder so. Ja, genau. Also ein Fahrstuhl, der diagonal hochfährt, sozusagen. Ja, also genau. Ja. Genau. Das hätte was gekostet. Wir sind aber gelaufen. Und. Leider. Ja, du hättest ja mit dem Ding fahren können. Wollt er nicht. Nein, das mache ich nicht. Nein. Ich wäre gelaufen. Ich wäre gelaufen. Ich, kein Problem, ich muss sowieso Schritte sammeln. Ich wollte Schritte sammeln. Das war auch mein Ziel in diesem Urlaub. Und Jones hätte ja fahren können. Ist kein Problem. Ich hätte kein Problem damit gehabt. Und wenn du auf diese Brücke wolltest. High Lift oder so hieß die Brücke. Die war. High Line, ja, genau. Die war über diese Schlucht gespannt. Also das war schon cool, aber da sind wir auch nicht drauf. Wir hätten auch halt bezahlen müssen und wir hatten eigentlich schon eine ziemlich krasse Aussicht. An der Burg konntest du teilweise an der Kante stehen. Also da waren so Flächen, wo du dann wirklich schon an der Kante stehen konntest. Du konntest dann runtergucken. Ja. Und wir hatten echt gute Sicht. Aber fast immer, ja. Ne? Ich glaube, ein oder zwei Tage maximal, wo wir nicht gucken konnten. Also so die Berge sehen konnten. Ja, da war es so ein bisschen diesig und so ein bisschen neblig oder so, ne? Aber ja. Ansonsten hatten wir eigentlich immer eine gute Aussicht. Ja. Es kommt ja jetzt noch ein Vlog, den schneide ich dann morgen oder so. Oder vielleicht heute Abend spät irgendwann. Ich habe schon wieder wen gehört, da oder? Ist das ja drin. Bitte? Ja, ich habe schon wieder wen gehört. Wo ist die? An Sophie hatten wir noch nie von den Tanten. Was ist denn hier los? Haben die was geändert? Ja, das ist völlig übertrieben. Wie viele Schreitanten hier kommen, obwohl man nur mit der Spitzhacke Material abbaut. Das ist total bescheuert. Wie denn? Hängt die denn fest? Ach, schon wieder in der Lücke da. Hast du? Ja. Oh, ich habe 3 Fertigkeitspunkte. Danke. GG. Gleich mal verteilen. Ein paar gehen die rein. Ich war doch irgendwo. Maschinengewehrschütze habe ich jetzt auf 5. Präzisionsschütze. Durchbohrer hattest du auch genommen? Durchbohrer. Da bin ich auch schon auf 3. Mhm. Könnte ich die 4 machen, aber bei Präzisionsschütze. Machen wir mal den. Präzisionsschütze ist doch auch was mit Nachladen, oder? Präzisionsschütze ist, Gewehre verursachen 40% mehr Schaden, zielen 45% schneller, laden 25% schneller nach und verbrauchen 20% weniger Ausdauer beim Zielen nach unten. Kill-Serie. Aufeinanderfolgende Kills erhöhen den Schadensbonus um 20, 30 bis maximal 40%. Oh. Okay, dann sollte ich da vielleicht auch mal was reinskillen. Ja, beim Präzisionsschützen ist das noch krasser, wenn du den ganz oben hast. Aber da musst du Wahrnehmung bis auf 10 hochskillen. Hm. Ich glaube, so lange spielen wir nicht mehr. Ach was. Groß und schnell. Knüppel und Vorschlaghammer Geschwindigkeit. Ja, Rüstung, Packlese. Ausdauertraining. Schienengewehrschütze, Raufbold. Heilfaktor finde ich noch. Oder eiserner Magen. Gibt es denn noch mit Ausdauer? Gibt es da noch irgendwas? Parkour. Run and Gun. Ja, das habe ich ein bisschen geskillt. Ja. Badet nicht. Ich mach mal einen in Laufen und Schießen. So. Eigentlich müsste der ganze Schrott hier hinten gleich mal irgendwann zusammenbrechen, so wenn ich das so richtig sehe.
Wie viel Eisen hast du denn jetzt? Oder Blei oder so? Blei 12.000 gleich. Okay. Ich habe jetzt auch 35.000 Blei. Eisen. Und 12.000, fast 18.000 Blei. Könnte man so langsam dann auch. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Ich hole mir noch ein bisschen Blei. Ich komme mal hier runter und hau hier noch eine Lage Blei raus. Ja. Habe ich schon angefangen ein bisschen und reicht das, denke ich, auch. Es geht ja relativ fix, ne? Ja. Können wir in der nächsten Folge dann die Munition herstellen. Da kann ich die sogar im Inventar herstellen. Ich glaube, die konntest du im Inventar herstellen, ne? Nee, geht nicht. Aber ich kann die Tausender machen. Ja, genau. Die sind billiger. Ich kann die Tausender Kisten bauen. Die sind 600 billiger. Das ist ja schon mal gut. Sparen wir da ein bisschen was. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Munition für die Feralnacht. Wir müssen dann nur dran denken, die Dinger immer nachzuladen, ne? Ja gut, das sollte kein Problem darstellen. Also ich vergesse es nicht. Ja. Was willst du damit sagen? Ja, dass ich das nicht vergesse. Ich wollte damit gar nichts sagen. Ach so. Mhm. Ja. Ja. Ich dich auch. Ja? Ja. Jetzt. Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja, jetzt, wo ich dich die ganze Zeit durch die Gegend gefahren habe. Oh. 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 Hä? Vorletzter Kaffee in den Kopf. Dann haben wir hier gleich gepackt, hier was das Blei betrifft. Und dann sind wir recht gut gewappnet. Vielleicht baue ich dann noch ein paar Klingenfallen da unten rein oder so, irgendwas. Weiß ich nicht. Oder? Mal gucken. Ja. Schauen wir mal. Ich meine, wir können die gerne bauen, also alles, was irgendwie ein bisschen Damage macht, warum denn nicht, ne? Oder? Ja, wieso nicht? Hm. Tantchen kommt auch wieder, siehst du mal. Ist alles beim Alten geblieben, während wir weg waren. Mhm. Was ist denn? Shit. Ich kann mit dem Ding nicht richtig zielen, ey. Kannst sagen, was du willst. Wieso das denn? Da ist die AK besser. Ich habe jetzt einmal geklickt, kam Doppelschuss raus. Auch nicht schlecht. Hast Weiß ich nicht. Aus dieser Gruppe reingemoddet. Nein. Nein. Also mit dem kann ich nicht so gut zielen. Mit der AK ging das besser. Was? Wo denn? Ach, da. Jo, es schnippst mir weg. Danke. Was ist denn hin, Junge? Kör mit der Frosch oder was? Applaus, Applaus, Applaus! Ja, aber echt. Kommt noch irgendwer? Ah, die sind bei dir hier hinten, stapeln die sich an der Treppe. Grüner. Kommt noch irgendwer? Oh. Ups.
Polizist. Noch eine Schreierin. Wo denn? Hier hinter mir. Jo, muss sie sein. Da. Da. So. Er hat ihn jetzt weggeschnipst. Was? Muss mir mal einer erzählen. Bei mir wobbelt die hier rum. Hier? Ja. Hier, genau hier, saß der Typ. Oh, warte, ich bin geduckt. Hier saß der Typ. Seine Fußspitzen waren auf dieser Kante. Sein Arsch zeigte nach hier hinten. Ja. Nur die Fußspitzen waren auf der Kante. Alles andere hing in der Luft. Ach so. Ja. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ja. So, ich baue mich hier raus. Ja, mache ich auch. Okay. So. Na dann, ab nach Hause und dann schmeißen wir Munition an und dann können wir in der nächsten Folge... Du hast uns doch so eine Mod gebaut, ne? Wie es weitergeht. Ja, ich glaube, ich hatte irgendwo noch Mods angeschmissen, ja. Du hast doch hier diese Turbolader-Mod oder irgendwas anderes hast du gebaut. Ja, die müssten hier in der dritten Werkbank drin sein. ja. Genau. Sehr schön. Dann können wir die ja einbauen und dann schauen wir mal, ne? Okay, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffentlich ohne Regen. Dann nochmal wieder. Okay. Alles klar, so. Macht's gut. Ja, tschüss. Tschüss.